Laut der aztekischen Mythologie ist Yucatán ein uraltes Schlachtfeld, auf dem die menschlichen Anhänger von Totec, dem Wächter des Lichts, einst einen Krieg gegen die dämonischen Mächte von Xolotl, dem Bewahrer der Finsternis, führten. Es steht geschrieben, dass Xolotl die Macht eines Artefaktes benutzte, das als Spiegel des Rauchs bekannt ist, um eine Horde unaussprechlicher Schrecken aus dem Höllenschlund herbeizurufen. Toteks Krieger wurden bei der folgenden Schlacht allesamt getötet, doch Totec selbst überlebte. Er fand einen Weg, die Macht des Spiegels gegen den bösen Gott zu wenden. Und so wurde Xolotl im Inneren des Spiegels gefangen und Toteks Nachfahren schufen ein mächtiges Reich, das bis zur Ankunft der Konquistadoren Bestand hatte. Darüber, was mit dem Spiegel des Rauchs geschah, geben die alten Texte kaum Auskunft. Manche sagen, er sei an einem geheimen Ort versteckt worden und auf ewig verloren. Aber eine Sache habe ich gelernt, dass absolut nichts auf ewig verloren ist. Und hier ist er nun. Nachdem ich wochenlang durch den Dschungel Mittelamerikas gestreift bin, habe ich den Spiegel des Rauchs endlich gefunden. Es sieht gar nicht so besonders aus, aber ich habe noch etwas gelernt, dass der Schein trügen kann. Und diese Jungs wissen das offenbar auch. Hier kommt Vasco ins Spiel, der Warlord dieser Gegend. Er ist seit Jahren hinter dem Spiegel her, konnte ihn aber ohne meine Hilfe nicht finden. Vermutlich ist Vasco auch keine große Leseratte. Von dem Fluch scheint er nichts zu wissen. Oder er glaubt einfach nur nicht daran. Xolotl, stellt euch! Ihr seid unwürdig, Totec. Habt ihr die letzte Schlacht vergessen, als wir uns gegenüberstanden? Ein neuer Tag ist angebrochen und schon bald wird die Nacht zum letzten Mal über diese Welt hereinbrechen. Gar nicht, was du entfesselt hast. Xolotl wird die Welt in ihrem Blut ertränken. Kein Grund, melodramatisch zu werden. Das lässt sich bestimmt irgendwie regeln. Xolotl muss in dem Spiegel gefangen und hierher zurückgebracht werden, bevor der Morgen dämmert. Nur so kann man ihn aufhalten. Zurück! Das ist nichts für eine Frau. Du solltest vielleicht ein Stück zurücktreten, sonst wird am Ende noch dein hübscher Rock angekokelt. Geh von der Tür weg, sonst reißt die Bombe nicht nur deinen Stolz in Stücke.